Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Green Hell. Wir haben, glaube ich, schon wieder irgendwas irgendwo. Ach, du heilige, 5 Blutegel. Na, großartig. Aha. Ist da noch etwa ein. Ah, na, da ist er. So, schon besser. Ich wollte nur sagen, wir haben hier eine Blutegel-Armada gehabt. Am Arm schaut nichts aus und deshalb sind wir jetzt wieder wahnsinnig. So, wir werden auch sofort schlafen gehen. So, weil wir sind hundemüde. Und ja, hoffen, dass wir nicht beim Aufwachen gefressen werden. So, schlafen wir gleich nochmal, weil es ist ja mitten in der Nacht. 4 Uhr morgens, das passt. Ja, mitten in der Nacht ist falsch gesagt. Es ist halt schon Abend. So. Passt. Jetzt geht die Sonne gleich auf. Singt da schon wieder jemand? Shut up. Shut up, ja. Hätte ich nicht anders sagen können. So, da steht schon wieder. Das mit dem Trocknen haut nicht hin, solange es regnet, kann das sein? Kratzer und Schürf. Jesus Maria! Doch, es sind welche da. Wow. Jetzt habe ich mich selber eingesperrt, ne? Okay. Ah! Was? Scheiße! Ja! Okay, die Eingeborenen sind doch da. Das ist jetzt natürlich nicht so super. Das ist eigentlich gar nicht so super. Das ist eigentlich recht verstehst? Das ist richtig kacke. Wir bauen auch hier. Wenn es geht. Wir müssen Platz schaffen. Okay. Warum? Wegen was? Hier ist nichts. Dieses Lagerfeuer haut nicht so gut hin wie gedacht. vielleicht kann ich daneben hinbauen. Ja, so. Zack, 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 zack. Und, wir sind müde, okay. Das ist natürlich jetzt nicht so super. Ja, wir werden zusammenbrechen. Wir werden zusammenbrechen, das sehe ich schon. Das geht sich gerade wieder nicht aus, ne? Ja, klar. Ist logisch. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder die Eingeborenen und töten uns. Das wäre jetzt nicht so super. Vielleicht schaffen wir es. Es wäre dann 22 Uhr. Ich versuche dann gleich sofort nochmal zu schlafen. Vielleicht haben wir Glück. Wir können diese Dschungeltypen ausweichen. So, das müsste passen. Ach du Heilige. So. Ich habe keine Ahnung, ob wir Glück haben. Auf jeden Fall, glaube ich, haben wir noch immer diese Blutegel, ne? So, schon besser. Gut, da haben wir nichts oben. Da ist auch nichts, da ist auch nichts. Passt. Weg. So. So, trinken. Das können wir ruhig mal. So, ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich glaube, Ureinwohner gibt es hier keine. Benutzen mit trockenem Blatt. Come on. So. Yes! Und hier, genau. Es müsste uns schon ein bisschen besser gehen, weil wir ja am Feuer stehen. Haben wir irgendwas zum Braten? Oh, die sind jetzt verdorben, ne? Ist klar. Das habe ich wieder super gemacht. Bin nur ein bisschen spät gekommen.
Ich wollte jetzt gerade die Lagusten eigentlich testen, ob man die gut braten kann. Ja. Das lief nicht so fein. Auch das Fleisch hier habe ich leider verhunzt. So. Vielleicht können wir aber diese Maden, vielleicht können wir die verwenden, um Beute zu bekommen. Da drüben liegt so ein Viech. Darum kann ich da jetzt nichts anderes hinstellen, ne? Ha. Ja, ja, ist schon fein. Na gut. Wir haben schon wieder irgendwas am Bein. Tatsächlich. Also diese Blutegel sind mehr als lästig. Das muss man echt sagen. So, ist jetzt besser? So. Jein. Gut, also die fröhliche Steinsuche geht weiter. Wäre das Fleisch schon getrocknet? Irgendwie kann ich sowieso nichts zu mir nehmen. Vielleicht weil ich wahnsinnig bin, ich habe keine Ahnung. Eine unbekannte Nuss. Die werden wir gleich essen. Wie schaut eigentlich unsere Gesundheit aus? Ja, eigentlich eh nicht so schlecht. Und trotzdem sind wir am Durchdrehen. Ja, großer Stein. Sehr gut. Nix wie nach Hause. So. Dann der nächste Stein, wenn es gibt. Hoppala, Hopperchen. Den können wir eigentlich auch mitnehmen. Und ein Mäusekörper. Jawohl. Den können wir auch sammeln. Das ist eigentlich eh Kamott. Wenn wir hier... Was? Bin ich zu Hause. Das ist eigentlich eh nicht so unpraktisch. Da drüben rennt schon wieder irgendein Viech. Ach du Heilige, echt. Unglaublich. Was wollte ich jetzt machen? Pfeile wollte ich machen. Was? Wer schreit denn da immer? Au! Alter! Was? Kommen die in unserer Einbildung vor? Dann habe ich gerade zerstochen, der hat aber nichts hinterlassen, kein Körper, gar nichts. Was ist denn jetzt schon wieder? Tod. Getötet durch Stoß. Ich komme da nicht zurecht mit. Wir haben den jetzt aber töten können, ne? Problemlos eigentlich mit unserem Speer. Wo tauchen die denn auf einmal auf? Ist das wirklich unser Verstand, der uns da einen Streich spielt? Sie kommt da nicht mit. Das ist mir zu hoch. Ich verstehe auch nicht so recht. Ich verstehe ja auch nicht... Geh, was du dann jetzt, der Trottel? Ich verstehe ja auch nicht so recht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wenn wir jetzt diese Blutegel eh schon entfernt haben, wie kann er jetzt noch deppert sein? Das ist mir echt ein Rätsel. Dann sind quasi diese Schädelkrieger Einbildung oder was? Warum ist sein Verstand so schlecht beieinander? No. Das ist echt ein bisschen komisch.
Naja. So. Wir werden das jetzt einmal trinken und einmal essen. Vielleicht ist es besser, wenn er ein bisschen Kohlenhydrate zu sich genommen hat. Ich habe keine Ahnung. Aha, da haben wir was Verdorbenes drin natürlich. Das tun wir jetzt mal essen. Das tun wir sammeln. Genauso wie das hier. Und das hier. Ein Stück Fleisch hätten wir jetzt hier. Ah, das Fleisch. Ich will das aber ganz schnell. Ach komm, jetzt werde ich wieder wo hängen. Achso, das haben wir jetzt nicht gebaut, ne? So. Go away. Ei. Go away. You can't. You will. Hä? Bin ich gerade von was getroffen worden? Go away. You can't do anything. Ich komme da manchmal echt nicht mehr mit. So. Ich komme da manchmal nicht mehr mit. So, und sofort das Fleisch dahin. So. I'm not stupid. Naja, ich habe schon das Gefühl, dass wir deppert werden. Keine Ahnung, ich bin da echt ein bisschen überfragt. Keine Ahnung. So, jetzt haben wir da schön Platz. Das Essen ist auch gleich fertig. Sonne geht auch auf. Gekocht, passt, das essen wir jetzt gleich einmal. So, wie schauen wir gesundheitlich jetzt aus? Ja, das war für nix. Das kleine Stückchen Fleisch. Hier haben wir noch ein paar Schwammerler, die werden wir auch gleich verknuspern. So. Ja. Ne? Gehen wir nochmal zum Feuer. Ich hoffe, das hilft uns ein bisschen mit der geistigen Gesundheit. Oder auch nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal speichern. Das ärgert mich gerade ein bisschen, dass wir unseren Verstand verlieren. Ich weiß nicht warum. So gesehen geht es uns ja nicht so schlecht. I know what that is. Oder habe ich was übersehen? Wir sind ja auch nicht müde. Ich habe keinen Schimmer. Ich habe da echt keinen Schimmer. Vielleicht ist es ja auch mittlerweile so ein kleiner Enrage oder was, aber ich habe schon gelesen, dass es tatsächlich Leute gibt, die das Spiel hier mit 180 Tagen überlebt haben oder so. Meh. Und da hier geht ja auch nichts weiter, ne? Das mit unserer Fleischbank hier scheint ja auch irgendwie ein Fehler zu sein. Ganz, ganz komisch. Ganz, ganz komisch ist das. So. Ganz, ganz komisch. Wir sind ja eigentlich echt nicht schlecht beieinander. Und trotzdem fehlt uns was bei unserem Oberstübchen. That's weird. Mit. Können wir nichts mehr tragen. Okay. Dann werden wir die zerstören. Weil aus den normalen Stöcken kommen ja kleine Stöckchen, wie wir wissen.
Dann können wir wieder ein paar Pfeile machen. So, weil wir haben schon wieder keinen Platz. So. Ach komm. Dass das Herstelldings nicht offen bleibt, ist aber auch ein bisschen lästig. So. So. Dann wiederherstellen. Das ist nämlich echt komisch, warum jetzt unser Verstand komplett durchdreht. Mich würde auch interessieren, was er mit den Knochen machen kann. Ich probiere mal was. Na, okay, das geht aber überhaupt nicht. Mit Kohle geht auch nichts. Mit Stein geht auch nichts. Knochenhaken geht auch nichts. Knochenmesser geht einmal, das können wir doch mal herstellen. Ja, vielleicht war das Knochenmesser jetzt eigentlich immer. Weil wir haben ja eigentlich eh zwei. Ich meine nur, vielleicht war das ja eigentlich schuld oder mit Schuld, dass wir bisher keine Felle oder so ernten konnten. So, die bringen wir, ja. Die bringen wir jetzt mal in unser Kokosnusslager. So. Zack. Und ein paar Stöckchen könnte man mitnehmen. Hier können wir was trinken. Vielleicht fehlt uns einfach genug Wasser. Vielleicht trinke ich zu wenig. Ich habe keinen Schimmer. Aber den einen Dschungeltypen da, den haben wir ja gerade vorhin gar nicht so schlecht besiegt gehabt. Ne? Ich weiß nur nicht, warum wir so schnell verrecken. Es wäre halt wirklich schön. Vielleicht können wir mit Bandagen uns eine Rüstung machen. Ich habe keine Ahnung. Oder vielleicht ist das mit der Rüstung ja überhaupt noch nicht möglich. Das kann ja auch sein. Das ist ja wengele kompliziert. So. Zwei Steine fehlen noch. So. Zwei Steinchen fehlen noch. Wir haben einen Haufen Fleisch. Das heißt, wir können da eigentlich schon wieder was braten. Und braten. Und braten. Geht's noch? Nein, geht nicht mehr. Okay. Und hier trocknet auch nichts mehr. Das ist echt mega komisch. Ich glaube, da haben wir echt einen Bug. Die Konstruktion kann man zerstören. Aha. Das ist auch interessant. Ja, schauen wir mal, wie es dem Fleisch geht. Hoppala. Ich glaube, bald ist es soweit. Ah, so ein bisschen Feuer schadet uns, glaube ich, nicht. Ah, da ist eine Kröte. Na, hallo. Dann hat es mich doch nicht getäuscht, dass ich da was hoppeln sehen habe. Okay. So. Getrocknetes Fleisch können wir essen. Das können wir auch essen. Gekocht und getrocknet. Okay. So, dann machen wir noch das Stück Fleisch hier. Und was wir mit den Maden machen können, habe ich keine Ahnung. Das ist mir echt ein Rätsel, die Frucht sowieso. Effekt unbekannt. Ich weiß nur, dass wir von dem speien müssen. Gut. Das zu dem. Dann warten wir noch auf das Fleisch, weil sonst ist es kaputt, nämlich, ne? Und das ist verkokelt, wenn man das hier zu lange lässt. Nähe zum Feuer. Geistige Gesundheit steigt. Das ist sehr gut. Bleiben wir vielleicht noch ein bisschen hier. Vielleicht können wir unseren Kopf komplett generieren. Generieren. Regenerieren. Wäre zumindest nicht schlecht. Wir können ja inzwischen die Zeit vertreiben. Und noch ein paar Pfeile bauen.
theoretisch. Aber ich glaube, warte. Ob nicht sogar tatsächlich. Es ist schon fertig. Können wir essen. So, Mahlzeit. Sehr gut. Kochen hat sich auch verbessert. Großartig. So, dann bauen wir uns noch einen Pfeil. Würde ich sagen. So, herstellen. Dann haben wir schon wieder ein bisschen was hier für uns. Wozu wir aber, wenn wir die Knochen jetzt sammeln, da kommen ja diese Knochenhaken raus, ne? Nadeln, genau, so war das. Und was kann man mit denen herstellen? Den Knochenhaken, genau. Aber von dem haben wir ja schon einen. Ich baue einfach mal einen wenig Platz und so. Aber was man sonst aus den Knochen machen kann, steht vielleicht schon was im Buch drinnen? Na. Ah, das sind die Skill. Ach so, das mit der Idee, das ist das Skill gemeint. Ach so. Da kann man... Aha, ich verstehe schon. Dann kann man wahrscheinlich seine Fähigkeiten verbessern oder so. Okay. Ja, unser Geist wird langsam immer besser. Steinfalle und Käfigfalle. Haben wir schon eine Käfigfalle? Kleiner Stock, Stock und Seil. Ich glaube nicht, oder? Gott, da regnet es. Es regnet, es regnet. Trali, trali, tralala. So. Sind wir mit dem Kopf ein bisschen dort noch fehlen? Dann wäre der Kopf wieder ganz in Ordnung. Ich könnte inzwischen ein bisschen herumprobieren, was man aus dem Knochen alles bauen könnte, aber das hatten wir schon. Das geht auch nicht. Vielleicht eine Waffe? Nein? 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 Ah, vielleicht tatsächlich ein Seil? Ja, das wird schon mal gehen. Da könnten wir aber noch was dazugeben. Vielleicht ein Stock? Nein? Also ein kleiner Stock nicht. Ein großer Stock? Ja, der wird auch schon mal gehen. Und jetzt vielleicht ein Stein? Nein? Vielleicht noch ein Knochen? Tatsächlich, eine Knochenaxt. Super! Ja, geilo! 37% Haltbarkeit. Können wir die damit irgendwas tauschen? Nur mit der hier wahrscheinlich, ne? So. Und die zerstören. Knochenaxt. Tagebucheintrag. Super. Haben wir von selbst herausgefunden. Knochenaxt. Tada! Sehr, sehr gut. So, dann würde ich sagen, gehen wir wieder mal auf Steinbirsch. Warum ist denn die eigentlich umgedreht? Ich habe keine Ahnung. In umgedrehtem Zustand kann die natürlich nur sehr schwer Wasser sammeln. Können wir hier auch schon was reinbauen? Na? Kleiner Stock, geht nichts nach. Haben wir nichts noch. Gut. Dann schauen wir uns noch mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch ein paar Steine an. Das ist nur ein Palmblatt. Ich dachte, da oben liegt irgendwas. Ein normaler Stein. Ein normaler Stein, ganz normal. Ein normaler Stein, ganz normal. Da war was? Was war da? Ich stehe drauf, ist klar.
Das ist logisch. Ich stehe drauf. Das ist logisch. Das nehme ich in Kauf. Lala. So. Ich bin auf der Suche nach einem Steinchen. Die Lianen können wir auch mitnehmen. Was wir haben, haben wir. Okay, sind wir voll. Da haben wir wieder ein Blatterl. Wenn es ein getrocknetes ist. Nein. Leider nein. Das wäre zu fein. Wärst du doch nur trocken. Eine Feder. Okay. Da haben wir noch einen Stock. Noch einen Stock. Wir könnten aber auch wieder Holz hacken. Für unser Häuschen. Wir können aber auch noch kurz noch ein paar Bananen essen. Aber die geistige Gesundheit war bei uns, glaube ich, noch nie so gut. Hängt da gerade irgendwo ein Lurch fest? Eine Riesenkröte haben wir gefangen. Das ist nicht schlecht. Da probieren wir auch gleich wieder Maden drunter zu legen, wenn es geht. Riesenkröte sammeln. Wir haben Fleisch bekommen. Warte, hier müssten die sein. Geht das nicht? Ah, das geht hier nicht. Okay. Dann geht das wahrscheinlich, oder? Nehmen. Okay, eine Spinne haben wir bekommen. Großartig. So, die nehmen wir gleich wieder als Köder. Ah! Fieber. Spinne! Super. Wie mache ich jetzt da was aus Fieber? Erste Hilfe. Geistige Gesundheit, Kratzer, vergiftete Wunde. Wo war das jetzt? Hier. Senkt mit der Zeit die Konzentration, verursacht Fieber. Kleine Giftmengen werden vom Körper mit der Zeit auf natürliche Weise neutralisiert. Bei großer Vergiftungsmenge ist es nötig, den Verband mit Kombination, mit einer Pflanze, mit Dingsbums einzusetzen und oder Verzehr eines Produktes mit dem natürlichen. Ja. Egel und Fieber. Wirkung senkt mit der Zeit die Energie, erhöht Dehydration, verschlechtert kurzzeitig Geisteszustand. Bekannte Behandlungsmethoden. Fieber wird vom Körper mit der Zeit auf natürliche Weise bekämpft. Die Herstellung einer Pflanzeninfusion, die natürlich das Fieber senkt, beschleunigt den Heilungsprozess. Ja, und wo kriege ich diese Pflanze her? Find's selber raus, du fauler Arsch. Die nehmen wir mit. Die Falle werden wir sofort wieder aufstellen. Müde bin ich auch. Mhm. So. Großartig. Ich hätte jetzt vielleicht diese... Oh, ich bin müde. Ja, ich werde gleich zusammenbrechen. Ich hätte nicht sprinten sollen. Ich ruhe mich nur ganz kurz ein wenig aus. Oder so. Ich wollte es jetzt eigentlich elegant im Dingens machen. So, ein bisschen Fieber haben wir noch. Ich habe natürlich wie immer keinen Schimmer. Nicht schon wieder. Die sind aber auch mega lästig, ne? Ich habe nämlich keine Ahnung,
wie man sowas herstellen kann. Herstellen? Vielleicht mit einem Werkzeug zerstören? Herstellen. Was willst du denn aus der herstellen? Ich habe keine Ahnung. Man kann sie weder verbrutzeln noch sonst irgendwas. Unser Essen ist fertig. Hoppala, ich wollte es eigentlich essen. Das Rohe würde ich gerne weiterbraten. Und das werden wir essen. Und ich habe keine Ahnung, was man mit dem machen kann. Die nerven auch da drüben. Trinken wir mal ein gutes Schlückchen. So, so. Gluck, gluck, gluck. Trinken. 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 So, mal schauen, ob das mit dem... Jo, das passt soweit. Das ist echt nicht gut, das mit dem Fieber, ne? Halt. Achso. Aha, ich bin schon wieder müde. Hoppala. Habe ich vergessen. Und der Part ist eh zu Ende. Dann beenden wir den Part gleich hier. Und gut ist. Oh Gott, es ist wieder stockfinster. Ich speichere hier mal lieber. So. Ja. Und hau mich noch schnell ins Bettchen. Ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!